Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen zu dieser Morgenstunde. Wir wollen gemeinsam hören, was uns der Herr zu sagen hat. Es ist heute der zweite Sonntag nach Ostern. Und in der Ukraine wäre dieser Tag Ostern. Und die Gemeinde in der Ukraine, die Gläubigen grüßen sich mit dem Auferstehungsgruß des Herrn. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sie grüßen sich, wo immer sie sich treffen, mit diesem Gruß von Ostern bis zum Himmelsfahrt Jesu Christi. Wir brauchen nichts zu fürchten in dieser Zeit, wenn auch so viel von Covid man hört. Aber wir dürfen unsere Hoffnung auf den setzen, der alles in der Kontrolle hat. So wie es der Liederdichter sagt: Wer nur dem lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Und im zweiten Vers sagt er: Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unseren Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Ich lese ein Psalm 40 von 1 bis 6. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich gewiss treten kann, und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Zu loben unseren Gott, das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf ihn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und zu denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Soweit Gottes Wort. Wir beten. Herr Jesus, wir loben und preisen dich für deine ewige Liebe, deine Treue, deine Gnade und Barmherzigkeit, die du an uns erwiesen hast. Du hast uns bis hierher getragen, du hast uns geholfen, und wir dürfen dessen gewiss sein, du wirst auch ferner bei uns sein. Herr Jesus, sei du gegenwärtig in dieser Gemeinschaftsstunde. Segne uns, mache du uns empfänglich für dein Wort und segne dein Wort an uns allen, damit wir Kraft und Trost davon erhalten. Wir bitten solches, Herr Jesus, in deinem Namen mit Danksagung. Amen.
wollen gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass wir uns dir allzeit nahen dürfen. Du bist der Herr über alles. Du bist der Herr deiner Gemeinde. Und so bitten wir, Herr, sei du auch hier jetzt gegenwärtig. Du weißt, dass wir eine alternde Gemeinde sind und da sind viele, die da leiden. Sei du allen gegenwärtig. Schenke du, Herr, Heilung, wo sie der Heilung bedürfen und Trost, wo sie des Trostes bedürfen. Ja, schenke du völlige Heilung und Trost denen, die in den Heimen sind oder im Krankenhaus sind. Herr, wir schauen auf zu dir. Und so bitten wir, segne auch jetzt diese Gemeinschaft, segne Arthur, wenn er uns die Botschaft bringt, und dass es uns allen zum Segen und zur Verherrlichung deines Namens gereichen möge. Wir bitten es in deinem Namen mit Danksagung. Amen. In herrlicher Rette ist Jesus mein Herr, mein köstlicher Heiland auch mir. Er birgt meine Seele im Felsen des Halts und Freudenströmen fließt hier. Er führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich da Ruh, er schützt mich mit liebender Hand, er schützt mich mit liebender Hand. Mein herrlicher Führer ist Jesus mein Herr, die größte Last nimmt er mir ab, hält fest mich auf Stürme, auch Brausen umher, führt treulich mich bis an mein Grab. Er führt den geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich Ruh, er schützt mich mit liebender Hand, er schützt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Thron es tönt, für solch einen Heiland wie er. Er führt den geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich Ruh, er schützt mich mit liebender Hand, er schützt mich mit liebender Hand. Ich lese von 1. Petrus 1, von 3 bis 9. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus,
welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Gegenwärtig scheint es so, dass die Hoffnungslosigkeit viel Raum im Herzen der Menschen gefunden hat. Und das ist auch so bei vielen Christen. Hoffnungslos ist eine Situation, in der es geradewegs in den Abgrund zu gehen scheint, in der es nichts mehr zu gewinnen und zu erwarten gibt, in der alles zu spät und vorbei ist. So jedenfalls fühlt man sich im Zustand der Hoffnungslosigkeit, und das ist ein lähmender Zustand, weil alles, was man auch tut, letztendlich sinn- und nutzlos scheint. Wer keine Hoffnung hat, ist matt, ist kraftlos, ist mutlos. Weil niemand etwas wirklich gewiss weiß, nicht einmal, was die nächste Minute bringt, hoffen und vertrauen wir ununterbrochen darauf, dass wir auch die nächste Stunde, den nächsten Tag noch erleben und nichts eintritt, was unser gewohntes Leben so aus der Bahn werfen könnte, dass alle unsere Pläne zunichte werden und wir in eine hoffnungslose Lage geraten. Ohne Hoffnung kann niemand leben. Gott weiß das und will uns Hoffnung geben. Nicht irgendeine Hoffnung will er uns geben, sondern eine lebendige, unvergängliche Hoffnung. Als Petrus, der Apostel, alt geworden war, schrieb er den Brief, von dem wir einen Teil heute schon in der Bibellese gehört haben. Anfechtungen,
Enttäuschungen, Fehlentscheidungen und Beschwerden gehörten jetzt schon zu seinem Leben. In der Lebenslage gab Gott ihm die lebendige Hoffnung, von der er im 1. Petri-Brief berichtet. Deshalb ruft er aus: Gelobt sei Gott. Der Grund der Hoffnung ist Gott selber. Hoffnung in der Bibel, besonders im Neuen Testament, ist niemals ein Ausdruck von Unsicherheit, von Zweifel an die Möglichkeiten oder eine bedrückende Zukunft. Es ist nicht so, wie wir das Wort gebrauchen: Ich hoffe, heute regnet es. Oder ich hoffe, es hört mal endlich auf zu regnen und wir haben Sonnenschein. Nein, Hoffnung ist die sichere Erwartung von dem Guten. Gott ist gut. Gott ist barmherzig. Gott ist stark. Gott ist kräftig. Deshalb hat er die Hoffnung, deshalb hat auch diese Hoffnung einen sicheren Grund. Gott ist der Grund unserer Hoffnung. Aus seiner Barmherzigkeit hat Gott uns von Neuem geboren. Gott hat uns ein Wesen geschenkt, das seinem Wesen gleicht. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Das ist der Grund der Hoffnung. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt ist die Hoffnung eine lebendige Hoffnung, weil das ewige Leben selber in uns lebt. Gott hat uns geboren. Hoffnung ist lebendig. Sie wächst, sie entfaltet sich und wird in Ewigkeit vollendet werden. Alle Hoffnungen sterben. Alle Hoffnungen vergehen, außer die lebendige Hoffnung, die Gott uns gibt. Der Grund solcher überwältigenden Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Bis Ostern herrschte die Todeslinie. Seit Ostern ist mitten in dieser vergehenden Welt Gottes Neuschöpfung angebrochen. Das ist der historische Grund der Hoffnung, die wir haben. Wir sind geboren zu einem Leben des Glaubens, zu einem Leben der Hoffnung, zu einem Leben der Liebe. Dank der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese lebendige Hoffnung ist entscheidend, wie wir der Zukunft begegnen. Wie wir den Tag heute begegnen, wie wir den morgigen Tag begegnen werden, wie es übermorgen sein wird und alle Ewigkeiten. Diese Hoffnung ist entscheidend, wie wir heute mit Anfechtung, wie wir heute mit der Trauer, wie wir heute auch mit den Beschwerden und auch mit den Freuden fertig werden. Nochmal, der Grund unserer Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Hoffnung ist sicher, weil es auch eine Erbschaft ist, die von Gott kommt und bei Gott aufbewahrt wird für uns. Der Apostel spricht hier von drei Eigenschaften dieses Erbes, das Gott für dich und für mich im Himmel aufbewahrt. Er sagt, es ist unvergänglich. Das meint frei von Tod und Verwesung. Es ist auch unbefleckt. Das heißt, es ist frei von Unreinheit. Und dieses Erbe der Hoffnung ist unverwelklich. Nicht wie die Blumen, die eine Zeit bezaubernd duften und herrlich aussehen und dann verwelken, so wie all die Hoffnungen dieser Welt. Nein, das Erbe, das Gott uns gibt,
wird nicht von drinnen noch von draußen verändert werden oder beschädigt werden. Deshalb sagt Jesus, und wir können das nachlesen in Matthäus Kapitel 6, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie sicher sind. Gott gibt uns eine Hoffnung, die eine himmlische Versicherung hat. Da ist keine Kleinschrift oder wie wir in Englisch sagen, the fine print. Nein, die Hoffnung ist sehr klar von Gott beschrieben. Du bist mein Kind, sagt er. Dich habe ich erwählt. Dich habe ich erkauft. Dich habe ich beim Namen gerufen. Du bist mein. Und das Erbe habe ich für dich aufbewahrt im Himmel. Das ist deine Hoffnung. Und dann sagt er noch, die Erben werden auch hier geschützt. Der Apostel sagt es folgend, und ich zitiere aus dem 1. Petri-Brief, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Der Apostel spricht hier von Schutz, weil seine Geschwister, zu denen er den Brief schrieb, in der Zerstreuung lebten, in Anfechtungen und Misshandlungen lebten und erlebten. Sie hatten Beschwerden. Weil Gott schützt, ist es nicht notwendig für Kinder Gottes, sich zu fürchten. Auch nicht wegen Covid, auch nicht wegen den verschiedenen Arten von Covid, die wir jetzt erleben. Weil wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus. Nun noch einige der erfreulichen Vorteile der christlichen Hoffnung. Zum Beispiel in der Erfahrung, wenn wir Anfechtungen haben. So sagt der Apostel, dann werdet ihr euch freuen. Und im Psalm 23 wird es so beschrieben. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Christen in Kleinasien werden befähigt, trotz Anfechtungen, trotz Leiden, Freude zu erleben. Die Ursachen von Anfechtungen können verschieden sein. Die Ursachen von Leiden können verschieden sein. Manchmal leiden wir wegen unserer eigenen Sünden. Hier in diesem Text und in der Situation, in der Petrus diesen Brief schreibt, waren es die Verfolgungen. Die Christen wurden falsch behandelt. Und wenn wir den Brief genau studieren, merken wir, dass sie wurden falsch beschuldigt. Die Christen wurden zu ungerecht körperlich gestraft. Einige wurden auch in eine Ehebeziehung gezwungen. Und man hat über sie gescholten und man hat Böses über sie gesagt, was nicht stimmte. Und sie wurden auch finanziell benachteiligt und manchmal beschädigt. Und manchmal sogar wurde ihr Eigentum weggenommen, so wie es in Hebräer Kapitel 10 beschrieben wird. Und so wie wir es bei unseren Vorfahren auch nachsehen können, wie die das erlebt haben. Und ihr wisst das, ihr habt das selber einige von euch erlebt und bei einigen ist das bei euren Vorfahren, eure Eltern und Großeltern haben es erlebt in Russland, wo, weil sie gläubig waren, wurde ihr Eigentum weggenommen. Nun, was die Anfechtung in uns produzieren kann, davon spricht der Apostel auch. Was geschieht, wenn wir in Anfechtung als Christen leben? Der Apostel sagt es so, jetzt eine kleine Zeit traurig seid. Das heißt, Anfechtungen können unsere Gefühlswelt in eine Phase der Trauer, der Niedergeschlagenheit bringen. Manche erleben dann eine Depression.
Was wichtig ist zu bemerken, ist, dass es ist eine Zeit, die vorübergeht. Es ist eine begrenzte Zeit. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo Menschen dieses erlebt haben. Ich möchte hier nur Elia zitieren. Er kam zu dem Stadium im Leben der Bedrücktheit, der Depression, wo er sterben wollte. Heute würden wir das sagen, er hatte Selbstmordgedanken. Oder wir lesen auch von unserem Herrn Jesus, als er in Gethsemane war. Und so wurden die Worte niedergeschrieben in Markus Kapitel 14, wo Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und dann etwas später sagt er zu seinem Vater, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das sprach er in der Zeit der sehr starken Anfechtung. Anfechtungen reinigen und vertiefen unseren Glauben. Anfechtungen können unseren Glauben auf seine Echtheit prüfen. Und die Bibel braucht da das Bild vom Gold. Das Gold, das durch das Feuer getestet und gereinigt wird. Der bekannte und berühmte Spurgeon hat einmal so dazu gesagt, wer selber einmal durch das Feuer der Anfechtung abgeledert wurde, ist sensibler und liebevoller im Umgang mit seinen Geschwistern. Wer selber traurig gewesen ist, wer selber Anfechtungen erlebt hat, kann andere dann besser verstehen. So die Worte und Erfahrung von Spurgeon. Die Gefahr der Anfechtung ist, dass wir in dem Trauer, das es produzieren kann, zu einem Stadium vom Fluchen anstatt vom Segnen kommen können. Petrus sagt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre. Lob, Preis und Ehre, das ist Segen. Wir haben die Neigung, Böses mit Bösem zu vergelten. Und deshalb hat der Apostel Petrus selber auch dazu gesagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltworte mit Scheltworte, sondern segnet. Ihr erinnert euch vielleicht an die biblische Geschichte von Hiob, wo er in solch tiefer Not war und die um ihn waren, seine Frau, hat ihren Mann Mut gemacht, Gott zu verfluchen, damit sein Leiden endlich mal ein Ende habe. Und er hat dann darauf geantwortet, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und das ist, was der Apostel hier uns Mut macht, dass wir tun sollen, segnen. Geschwister, die lebendige Hoffnung beeinflusst, wie wir in Anfechtung, wie wir in Trauer leben. Hoffnung ist Erwarten, Vertrauen, Warten auf, was Gott tut und was er noch tun wird in Zukunft. Diese Hoffnung führt zu Frieden und Vertrauen in unserem Herzen. Sie führt zu Frieden und Vertrauen in unsere Beziehungen zu unseren Geschwistern. Das sind Vorteile von der Hoffnung, die wir haben in der Anfechtung. Und noch eines, in der Erwartung der Vollendung der Hoffnung. Petrus erinnert seine Geschwister, ihr habt Jesus nicht gesehen, doch glaubt ihr an ihn und ihr liebt ihn. So ist es auch mit der Hoffnung, die Gott
uns, dir und mir schenkt. Nun, wenn Christus die Errettung zur Vollendung bringen wird, werdet ihr unaussprechlich herrliche Freude erleben. Freuen in Anfechtung? Das ist ein Paradox. Das meint ein Widerspruch. Für manche mag dieses sogar anstößig sein, wenn man das sagt. Freude in Anfechtung. Manchmal erleben wir das Leben wie Karfreitag. Alles Gute, alles Liebe, alles Gerechte wird ans Kreuz genagelt. Aber lasst uns gegenseitig das zurufen. Dieses ist unsere Realität. Wir leben alle nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Alles Gute, alles Liebe, alles Gerechte, alles Herrliche lebt und hat gesiegt. Und du, Bruder, und du, Schwester, du wirst auch siegen. Das gibt eine Freude, ob zwar wir innerlich, emotional, seelisch oder psychisch, sagen wir manchmal, traurig sein können. Von den Seeleuten, die das Meer und wie das Meer sich bewegt, lernen können, ist dieses. Sie sagen, oben an der Oberfläche ist eine Strömung im Meer und oft, wenn man fährt, fährt man gegen diese Strömung. Und das bremst das Schiff dann. Aber in der Tiefe, genau auf derselben Stelle im Meer, ist eine Strömung, die in die entgegengesetzte Richtung geht. Und je tiefer das Schiff gibt, so besser fährt es dann. Das heißt, je tiefer wir in Christus hineinwachsen durch diese lebendige Hoffnung, die Gott selber uns schenkt, je mehr können wir die Freude der Errettung auch hier schon in diesem Leben erleben. Deshalb rufen wir uns gegenseitig zu und rufen dieses laut aus. Gelobt sei Gott, der uns diese herrliche, lebendige Hoffnung schenkt. Amen. Wir beten. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade sei mit uns allen. Amen.